Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Dark Project Gold. Beim letzten Mal habe ich hier aufgehört und habe festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, die Wachen alle auszuschalten. Ich muss aber auch zugeben, ich habe Ewigkeiten jetzt nicht mehr aufgenommen. Also es ist bestimmt 2 Monate. Die letzten Parts, die ich gemacht habe, waren letztes Jahr. Dementsprechend könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie lange meine Pause war. Aber es war auch irgendwie viel, das mir dazwischen kam. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wo bin ich hier, wo muss ich hin? Muss sowieso die Steuerung erstmal wieder reinkriegen, ey. Also hier sind nirgendwo rote Hämmer, das heißt theoretisch dürfte ich hier rein, oder? Achso, hier bin ich wieder am Anfang. Ja, hier bin ich wieder am Anfang. Ja, toll. Oh, Verzeihung. Och, Mensch, Leute. Okay, das sind einige. Ich laufe dir mal hinterher, mein Freund. Ich gehe mal das Risiko ein jetzt gerade. Oh. Oh. Komm schon. Wirst du gefälligst umfallen, mein Gott. So. Schnell, schnell. Möglichst bevor der andere wiederkommt. Was? Warum hat er das jetzt gesehen? Hä? Okay, er hat zwar gesagt, aber er macht nichts anscheinend. Das ist sehr gut. Und eigentlich dürften die den da hinten auch überhaupt nicht sehen. Also es ist immer noch relativ dunkel. Ihr seht aber auch da unten, dass mein Lichtjuwel komplett dunkel ist. Also eigentlich ist es vollkommen legitim, dass der mich jetzt nicht gesehen hat. Ich glaube, mein Facebook hat sich gerade gemeldet, aber ich habe ehrlich gesagt nicht richtig drauf geachtet. Ach, das ist, weil ich dieses Ding hier in der Hand habe. Toll. Wartet kurz. Wie mache ich das? Wieso mache ich das? Zack. Jawohl. So, Nummer 2. Komm her. Das sind nämlich, glaube ich, auch die 2, die immer hier herumgerannt sind. Und ich muss tierisch aufpassen, dass ich meine Waffen wieder wegpacke. Aber es ist kein Alarm geschlagen worden. Okay, das freut mich sehr. Das heißt, dadurch, dass die jetzt hier nicht mehr die ganze Zeit rumrennen, kann ich mich hier auch in Ruhe umgucken. Und ich meine, irgendeine dieser Türen hat in eine Kapelle geführt. Ah, hier bin ich wieder draußen bei den... Okay. Dann müsste ich hier... in die Bibliothek. Ah ja, auch nicht schlecht. Ich bin mir jetzt leider nicht sicher, was ich hier schon gezeigt hatte und was nicht. Ah, hier rennt noch einer rum. Wo läuft denn der längs? Ah, hier. Ah, das ist jetzt relativ fies. Also, ich bin jetzt halt hier in der Kapelle. Und da vorne ist halt was ich mitnehmen könnte. Aber ich komme halt nicht dran, weil die das sehen natürlich. Sekunde. Speichern. And see what our weakness has. Crime and sin reach to the very heights of the city. Also es ist offensichtlich in Ordnung, dass ich hier bin, aber das da vorne werde ich nicht mitnehmen können, ohne die Herren natürlich aufzuregen. Ich glaube aber, das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ich das hier lasse. Ich meine aber, hier irgendwo müsste noch eine Tür, ich gehe mal hier längs. Läuft doch noch irgendwer entlang. Läuft hier noch einer rum, oder was? Nö. Okay, hier ist auch noch ein Buch. Das mit den Büchern ist ein bisschen schwierig. Ich versuche mal, alle deutschen Bücher raus... Autsch,
gerade voll den Tinnitus. Alle deutschen Bücher rauszusuchen und euch die einzublenden, wenn ich die gerade lese. Und dann könnt ihr vielleicht auch ein bisschen von der Story hier mitbekommen. Okay. Wartet, wo war jetzt das Buch? Da ist das Buch. Okay. Dann schnappe ich mir mal ganz kurz das hier. The builders gave thou the raw stuff of thy life. Make thou a great work of it or thou mockest his gifts. Scheint jetzt nicht so wichtig zu sein. Ich warte immer noch darauf, dass der Typ, der hier rumrennt, wiederkommt. So langsam kenne ich mich hier so halbwegs aus. Hier komme ich dann wieder in die Bibliothek. Achso, hier sind ja auch noch Bücher, ne? Temple Authorization and Accesses. Novices as per the official books are not permitted keys and are not allowed to enter restricted areas for any reason. The areas are to be designated by the standard red inverted hammer. Da steht im Prinzip nur das, was wir schon wissen. Bla 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 bla. Ich glaube, das hier könnte noch halbwegs wichtig sein. When the builder came amongst his children and asked... Nein. Also im Prinzip Gebete und Gedöns. Oh. Oh, da haben wir. Ich höre deine Schritte, mein Freund. Wo bist du? Ach, die sind bestimmt da unten. Ach, die laufen da unten rum und ich höre das wahrscheinlich einfach nur so laut. Okay, dann hat sich das erledigt. Dann kann ich den da hinten auch ausschalten und kann mich dann hier mal in diesen verbotenen Räumen umschauen. Weil da mit Sicherheit auch noch was drin ist, was ich brauche. Moment, wo wollte ich jetzt nochmal hin? Jetzt bin ich dezent verwirrt. Geh mal hier längs. Nee, hier lande ich wieder in der Bibliothek. Wartet, wartet. Ich weiß es gleich. Ich hab gleich... Da hab ich's wieder... Da, geradeaus. Okay, dann mache ich aber mal kurz die Tür zu. Und hier im besten Fall auch. Und hier auch. Zack. So, ich habe bei einem anderen Let's Player gesehen, dass der jetzt hier Moospfeile verteilt hat und so weiter. Was man aber im Endeffekt gar nicht braucht. Weil man den einfach ausschalten kann. Also ich weiß nicht, warum man hier Moospfeile verteilen muss. Ich helfe ihm nur, es geht ihm nicht gut. So. Den schmeiße ich jetzt noch zu den anderen. Baue ich mir hier so ein kleines Hammeritenhäufchen auf. So, damit sind die wichtigsten schon mal weg. Was natürlich jetzt unsere Hauptaufgabe ist, müsste euch ja aus den letzten Parts noch bekannt sein, und zwar diese ganzen Hebel zu finden. Wovon einer hier hinter ist. Ich weiß, glaube ich, tatsächlich momentan, wo alle sind. Aber ich will natürlich noch ein bisschen was mitnehmen und mitgehen lassen hier. Und will ja nicht mit leeren Händen hier weg. Und deshalb, wo war jetzt diese verbotene Tür? gehen wir hier hinten längs. Hier. Probably. Jetzt bin ich wieder in der Bibliothek. Halleluja. Ah, hier. Da ist sie. Okay. Gab es hier keine Tür? Das ist aber doof. Ich wette, die ist nur wieder verschwunden. So, einmal speichern und dann werde ich mich mal daran machen, hier die Schlösser zu knacken. Da ist es natürlich sinnvoll, wenn man vorher hier alle ausgeschaltet hat. Damit man auch sicher sein kann, dass einem hier jetzt keiner mehr in die Quere kommt. Mein Gott, dauert das lange. Heilige Scheiße. Das sind, Moment. Tap, 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 tap. Das sind ganz schön ordentliche Schlösser hier. So, mach mal zu. Soll ja keiner wissen, dass ich hier bin. Weil hier sind auch wieder Bücher. When the builder walks before they und so weiter. Im Prinzip ist das alles nichts, was mir wichtig erscheint. Okay.
Hier ist auch nichts, schade. Ach, das ist ja auch zu. Oh, da brauche ich einen Schlüssel für. Moment, habe ich einen Schlüssel? Nein, habe ich nicht. Okay. Okay, das ist jetzt aber doof. Dann muss ich von den Herren noch einen Schlüssel finden. Haben wir hier irgendwas Wichtiges? Time once passed, the harlot did say to the priest, tarry a while and wait upon bla bla bla. Okay. Ich würde sagen, hier oben gibt es erstmal nichts mehr zu holen. Sieht zumindest nicht danach aus. Ich gehe nochmal hier längs, aber das war... Nee, Quatsch, das war ja immer noch, das war ja wieder der Ausgang. Genau. Jo. Gut, dann würde ich sagen, mache ich mich langsam aber sicher mal auf nach unten. Um mir da noch die anderen wichtigen Sachen zu holen. Ich mache hier erstmal wieder alle Türen zu. Damit auch keiner Verdacht erregt. Oh. Okay. Hopp, hopp, hopp. So, jetzt muss ich hier unten natürlich die anderen auch noch ausschalten. Was sich wahrscheinlich als dezent schwierig erweisen wird. Hier gibt es nur Türen mit roten Hämmern. Nur. Ist ja schlimm. Okay. Ich glaube, hier war ich schon. Das ist die Küche. Ich weiß, dass ich unten irgendwo noch eine Schatzkammer übersehen habe bei den letzten Parts. Ach, und dass ich hier den Fraggle da hinten ausschalten kann. Gut. Muss ich aber erst warten, bis ich mir sicher sein kann, dass hier keine anderen Wachmenschen mehr rumlaufen. Ich höre nämlich gerade, dass hier noch einer rumrennt. Okay. Ich komme dir mal hinterher, mein Freund. Mhm, okay. Hier gibt es sonst keine anderen. Das freut mich. Da hinten liegen schon ein paar. Ich wusste doch nämlich, dass ich hier schon ein paar ausgeschaltet hatte. So, bauen wir hier das nächste Häufchen. Und ich glaube fast, dann kann ich es auch wagen, hier die Dinger mitgehen zu lassen. Denn das hat die beim letzten Mal ja ziemlich aufgescheucht. Brother Mason, hier müsste auch... Genau, da ist auch der Hebel drin. Einer der fünf Hebel. Beim letzten Mal hat die das ja verdammt aufgescheucht, als ich hier die ganzen Dinger habe mitgehen lassen. Weil die natürlich wissen, dass die hier stehen. Und wenn die auf einmal weg sind, ne? Dann wissen die, dass hier irgendwer ist, der hier nicht hingehört. Hier weiß ich, glaube ich, noch, dass die alle leer waren, die ganzen Kisten. Da liegt auch schon bewusst. Mein Gott, ich habe ja aber schon richtig aufgeräumt. Das ist nicht schlecht. Gut. Es hört sich so an, als wäre das der Einzige, der hier noch rumgelaufen ist. Versuche ich mal, den anderen da auszuschalten durch das Fenster. Und zwar habe ich mir da auch schon was überlegt. Hä? Wo war denn das jetzt? Hallo? Wo ist denn das Fenster? Fenster? Da ist es. Aha. Und zwar... Hallo? Jetzt muss ich natürlich warten, bis der hier wieder herläuft, damit ich den noch erwische. Was er jetzt aber dummerweise nicht mehr tut. Schade. Hallo? Habe ich irgendwelche Sachen, die Krach machen? Ich speichere mal eben. Eine Fackel, die ich ausschieße? Nein, gibt's nichts. Okay, ich habe ja gespeichert, ne? Gerade eben gespeichert. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach mal auf. Kacke dreist.
Jetzt steht er wieder da hinten. Oh, der Kerl ist mir etwas unheimlich. Ich meine, es wäre auch nur einer, oder? Ist doch nur einer. Ich speichere auf jeden Fall nochmal. So. Hier ist wundervoller, leiser Teppich. Ja, soweit ich weiß, ist das nur der eine. Oh, es ist sogar, glaube ich, ein Magier. Gut, dann schmeiße ich dich mal hier hinten hin. Weil ich es kann und weil ich hier hinten gerne sieht. Und Waffen wegpacken. Ich meine, jetzt ist es sowieso scheißegal, ob die mich mit den Waffen sehen oder nicht. Nom, nom, nom. Weil ich hier eigentlich nicht sein darf. Gold. Oh, 1000. Genau 1000 habe ich jetzt. Das sind Schlüssel. Und noch mehr Gold. Wundervoll, wundervoll. Mal kurz gucken, ob es dahinter irgendwas gibt. Nee, schade. Naja, hätte ja klappen können. Und dann dieses hier. Muss ich definitiv mitnehmen. Brauche ich später. Ist wichtig. Gibt mir zwar kein Gold, aber ist auf jeden Fall im späteren Verlauf noch sehr entscheidend, dass ich das besitze. So, wegpacken den Driss. Jetzt habe ich einen Schlüssel, jetzt gucke ich nochmal kurz da hinten oben, ob ich da jetzt an diese Truhe rankomme. Das wäre nämlich wundervoll. Müsste ich nur erstmal nach oben. Hehe. Wo geht's denn hier nochmal hoch? Achso, hier. So. Wo war jetzt die Truhe? Ich meine, ich müsste zu der Bibliothek. Ich gucke noch mal ganz kurz nach der Truhe dann jetzt und danach würde ich aber auch ganz kurz dann einmal Schluss machen für diesen Part. So. Das Schöne ist einfach in diesem Level, dass man nicht schleichen muss. Also, ne, sobald man die Typen ausgeschaltet hat. Okay, wo ist der Schlüssel? Da. Hat das jetzt geklappt? Das hat geklappt. Eine Scroll. The cage containing the talisman can only be opened when the 5 locks have been released. The lock releases are placed in various locations about this temple. One resides with Brother Mason. One is behind the skull of St. Jora. One is in the kitchen by the oven. One is behind the rack which loosens man's tongues. Also, ne? Die Zungen von Menschen lockert, sprich Folterkammer. One is behind the keystone tree. The locks must be released within the span of 5 minutes. When all of the locks are released, the talisman cage can be opened. Then he who removes the talisman must first recite the prayer of the wall builder. Gut, das werde ich euch auch auf Deutsch nochmal einblenden hier. Weil das ist im Prinzip genau das, was mir sagt, wie ich an den Talisman rankomme, was ich zwar schon weiß, aber ist ja nicht schlecht, das Ganze nochmal in schriftlicher Form zu haben. Außerdem steht hier genau drauf, wo ich die 5 Hebel finde. Das heißt, ich gucke mal ganz kurz in der Küche nach. Hier müsste doch irgendwo auch die Küche sein. Oder war die unten? Ich glaube, oh, hier geht es wieder nach vorne. Ne, ich glaube, die Küche war unten. Dann gucke ich mal ganz kurz nach, ob da bei dem Ofen auch die... das ist falsch. Bei dem Baum weiß ich, dass da der Hebel ist. Ich muss kurz gucken, ob das hier bei der Küche war oder ob ich irgendwie unten nochmal gucken muss. Also ganz unten. Oh, ich sollte... Achso, nee. Alles gut. So, hier ist the kitchen. Hier ist der Ofen. Und hier ist aber kein Hebel. Was haben wir hier noch? Terence, we are almost done converting the old kitchens into the new treasury. Achso, das hatte ich schon. Okay, dann muss das wohl alles unten sein. Gut, dann beende ich diesen Part an der Stelle. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao!